mit Monique und die ist 23 Jahre alt. Aber es knistert wieder. Hallo Monique. Ja, hallo Domian. Ich grüße dich. Ja, dich auch. Um was geht's bei dir? Mein Lebensgefährte und ich, wir können nicht immer Sex haben, selbst wenn wir beide wollen. Wie ist das erklärbar? Ich leide unter Fibromyalgie. Das ist eine Rheumaart, die auf die Muskulatur und das Nervensystem geht. Ja. Und starke Schmerzen verursacht. Und die Schmerzen, die sitzen halt in allen Muskelgruppen und da, wo sich besonders viele Nerven sammeln. Und das heißt, es ist vor Schmerzen zwischendurch kein Sex möglich, weil er nicht eindringen kann. Ja, also auch ist vor Schmerzen. Ja, also es konzentriert sich dann auch sehr auf den Genitalbereich. Bei richtigen Schüben ja. Ja, ja. Wie lange hast du diese Krankheit schon? Also ich renne mit den Schmerzen seit über 10 Jahren zum Arzt. Mhm. Festgestellt worden ist es, dass jetzt diese Fibromyalgie ist vor 2 Jahren. Ja. Und seit 2 Jahren werde ich jetzt erst darauf behandelt. Ist das eine sehr schwere Erkrankung? Ich kenne diese Erkrankung vom Namen her so nicht. Ne, die ist relativ unbekannt noch. Ja. Und zwar geht die, du hast also stets und ständig chronische Schmerzen. Ja. Und überall. Auch überall. Mhm. Also es gibt kein Körperteil, wo du keine Schmerzen hast. Mhm. Und es helfen auch keine Medikamente, die gegen die Schmerzen. Also du kannst die mit Medikamenten nur lindern, aber nicht wegnehmen. Also ich werde nie wieder schmerzfrei sein. Das haben die Ärzte dir so erklärt schon? Das haben mir die Ärzte so erklärt ja. Schon, ja. Und das bringt halt zwangsläufig Begleiterscheinungen. Ja. Ne? Also so, dass andere Krankheiten damit zukommen. Bin ich in Herne gewesen, im Krankenhaus. Ja. Da ist eine Rheumaklinik. Und da ist dann noch rausgekommen durch Untersuchungen, die stellen einen da wirklich auf den Kopf, dass sich bei mir Bechterew entwickeln wird. Mhm. Das heißt, das ist die Versteifung der Wirbelsäule. Ja. Also Sexleben wird auf die Dauer irgendwann bei uns ausfallen. Das heißt, du bist ja jetzt erst 23 Jahre alt. Ja. Du musst Sorge haben, dass da in den nächsten Jahren schlimme Dinge auf dich zukommen. Ja, das schon. Die man gar nicht jetzt so durch Therapie, Medikamente oder Ähnliches verhindern wird können. Genau. Mhm. Und das Stichwort ist jetzt eben halt euer Sexleben, das von dir und deinem Freund, und das leidet auch darunter. Ja, es bleibt ja nicht aus. Ja, wie oft kommt denn das vor, dass es dann einfach nicht geht, weil du zu große Schmerzen hast? Über die Wintermonate fast immer. Ja. Also wenn es so richtig kalt ist, da habe ich mehr Probleme, als wenn es wärmer ist. Vielleicht einmal in der Woche, dass wir dann ein bisschen was machen können. Mhm. Und wenn ihr denn dann ein bisschen was macht, hast du denn dann Spaß daran oder machst du es nur für deinen Freund? Den Spaß, den lasse ich mir nicht nehmen. Ja, also, ja, das ist gut, wenn du so eine Einstellung hast und wenn es dann auch so funktioniert. Ja, ich kann mich nicht hängen lassen. Mhm. Ich meine, Spaß am Sex muss sein. Mhm. Wie geht denn jetzt dein Freund damit um? Das ist für ihn ja auch eine schwierige Situation, dass er letztendlich ja immer Rücksicht nehmen muss auf den Verlauf deiner Krankheit. Der geht da total toll mit um. Also ich kenne meinen Freund seit 6 Jahren. Ja. Und der ist da im Grunde genommen mit reingewachsen. Also muss ich sagen, da habe ich einen ganz tollen Glücksgriff mitgemacht. Mhm. Genau. Ja. Der hat sich auch extra Massagetechniken beibringen lassen, wie er mir also helfen kann. Ja. Und wird nicht jeder machen, ne? Mhm. Also, das heißt, es gab noch nie einen Streit, eine Spannung in der Beziehung, nur weil du nicht konntest und nicht in der Lage dazu warst. Das nicht. Ja. Das ist ja schon mal ein großes Glück, ne? Eine tolle Sache. Mhm. So einen Freund zu haben. Aber die Perspektive ist ja nun auch nicht so rosig. Redet ihr da auch ganz offen drüber? Dass es sich vielleicht dann noch alles verkomplizieren und verschlimmern könnte? Da haben wir bis jetzt immer offen drüber geredet, weil wenn er das Thema außen vor lässt, es kommt ja irgendwann, ne? Mm, mm. Und da reden wir also ganz normal drüber. Das ist ein ganz normales Gesprächsthema wie bei anderen Leuten Politik. Mm. Ja. Wenn du jetzt, wenn ihr dann miteinander schlaft, du hast gerade gesagt, den Spaß lasse ich mir nicht nehmen. Das behindert auch nicht deine Orgasmusfähigkeit? Nee, das nicht. Mhm. Also das ist ja dann alles noch ganz gut, ne? Das ist noch ganz gut. Mhm. Ich sehe das bloß, weil ich es halt aus dem Verwandtenkreis kenne.
Da läuft gar nichts mehr, ne? So bei anderen Leuten, die ich kenne. Wie, die auch so die Erkrankung haben? Ja. Ach so, das ist also genetisch bedingt, diese Erkrankung bei dir? Die ist unter anderem, die ist vererbbar. Ja. Aber also das ist noch so ein ganz ungeklärtes Thema. Da streiten sich die Mediziner noch drüber, ja, ne? Ja. So, da sagt die eine Hälfte, es ist vererbbar. Und die andere Hälfte der Mediziner vertritt jetzt wieder, es kann nicht vererbt werden. Mhm. Aber ich habe es, meine Mutter hat es auch. Und würde denn das bedeuten, dass eben sehr viele dieser Auffassung sind, dass du für dich vielleicht schon entschieden hast, ich will nie Kinder haben? Ich habe zwei gesunde Kinder. Du hast schon zwei gesunde Kinder? Ach so, das ist ja doll. Ja. Kann man denn das überhaupt in dem Alter schon feststellen, ob sie ganz gesund sind? Ob sie diese Krankheit haben oder nicht haben? Ja, also ob sich das jetzt entwickelt, das kannst du nie feststellen. Das kann von heute auf morgen kommen, ne? Ah, ja. Also in der Regel sind erst Leute ab 40 betroffen, jüngere Generation trifft es weniger. Ja, aber du bist ja auch so jung noch und hast es. Ich bin ziemlich jung und habe es. Aber von der Muskulatur und was du so überprüfen kannst, was richtig funktioniert, ja, ist bis jetzt bei meinen Kindern also nichts festgestellt worden. Na Gott sei Dank. Ziemlich. Also dann gratuliere ich zu den beiden gesunden Kindern. Das ist ja schon mal toll. Und ich gratuliere auch zu deinem tollen Freund, dass der so rücksichtsvoll und so sensibel mit dir umgeht. Und hoffe ganz einfach für dich, für euch, Monique, dass es doch lange noch so praktiziert werden kann. Ja. Und ihr euren Spaß habt. Genau. Alles Gute von Herzen. Ja, okay. Tschüss. Tschüss.